Morgen aus Herford. Guten Morgen. Wir haben den 17. September 2023. Wir sind beim Herforder Highway Ultra. Ja, hier gibt es ganz viele verschiedene Distanzen heute. Bis 108 Kilometer ist die längste. Aber wir machen den Mini-Highway über 48. Der erreicht uns heute. Auf jeden Fall. Schöne, süße, kleine Startnummern haben wir bekommen. Ja, Startrundzählung und Ziel nachher sind hier bei der Veranstalterin, bei Rosalie im Garten. Und jetzt fängt es an zu regnen. Was ist mit dem Wetter los? Das Wetter ist kaputt. Ach so. Aber nur kurzzeitig. Es wird gerade repariert. Ja, gut. Erstmal willkommen an alle. Es sind auch einige neue Gesichter dabei. Finde ich ganz toll. Ja. Genau. Das Prinzip ist so ein bisschen wie Baukastenprinzip. Ne? Also wer sich jetzt für 48 gemeldet hat, aber dann sagt, ach, mir geht's gut, ich mache auch die 108. Der wird dann für die 108 gewertet. Oder wer sich für 90 gemeldet hat und sagt, nee, heute geht gar nichts, blöder Regen, ich mache nur die 48, der wird eben da auch gewertet. Ja, das Prinzip seht ihr ja, jede Startnummer hat ihren eigenen Becher. Ist einfach nachhaltiger und auch ganz praktisch in der Anwendung. Also, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ganz, ganz, ganz viel Spaß. Hier ist der Profi am Werk hier mit seiner Kamera. Oh, dann ist doch hier alle mal winken hier. Super, ihr seid alle gut drauf. Hier, der Regen hat aufgehört, passend zum Start. Also, habt Spaß. Los geht's. Startschuss. Ich auch ein bisschen laufen. Ja. Nö, glaub nicht. Es geht los. Wir sind auf Runde 1. Bei dem Lauf heute ist Kleiderordnung. Kleiderordnung. Beste kommt zum Schluss. Der hat die schönsten Shirts der Welt. Irgendwie bin ich schon ganz nass. Es hat ja vorhin geregnet und das Wasser dunstet jetzt so hoch. Die Luft ist ganz feucht und ja, ist irgendwie jetzt nach einem guten Kilometer schon richtig spülwarm. Das ist nur eine Teerblase. Okay, da die Schuhe schon etwas nass sind, hoffen wir mal, dass das nur eine Teerblase bleibt und keine Fußblase. Ja. 300 Meter Naturschutzgebiet haben wir auf der Runde. Hier ist die Energietankstelle. Hey, funktioniert. Okay. Hier kommen so ein paar Bonusmeter jetzt mit einer kleinen Wendeschleife. So, die erste Runde ist gleich voll geschafft. Runde 1 ist geschafft. So, erste Runde. Prost. Jetzt
Puh. Weiter geht's. Ja, das war jetzt unsere erste Runde. 6 Kilometer ist sie lang. 7 müssen wir noch, um auf unsere 48 Kilometer zu kommen. Den Mini-Highway. Kilometer-Sieger. Sehr geil. Sebastian. Stark. Gehen wir nochmal auf. Yay. Wahnsinn. Ja, wir starten jetzt in die letzte, in die 8. Runde. 7 mal 6 Kilometer plus so ein bisschen jetzt haben wir. Das heißt, der Marathon ist im Sack. Aber das Ding heißt ja Highway Ultra. Also müssen wir jetzt die letzte Runde noch irgendwie schaffen und dann haben wir 48 Kilometer. Ja. Ja, die Situation hat sich hier so insgesamt ganz schön verändert. So irgendwann in der 4. Runde vorhin ist die Sonne rausgekommen. Die brennt jetzt vom Himmel und heute Morgen haben wir über den Regen so ein bisschen geflucht und jetzt brät die Sonne von oben. Wünschen wir uns den Regen zurück. Ja, so fast. Aber so ein Wölkchen wäre nicht schlecht. Ja, wie gesagt, letzte Runde. Ja, hier vorne ist jetzt eine Straßensperre. Da passen Trecker durch, aber keine PKWs. Ja, und jetzt zum 8. Mal gucke ich mir diesen Knödel hier an mit den Kratzern hier oben drauf. Das haben auf jeden Fall ganz oft schon Leute nicht geglaubt und sind da mit dem Auto rübergefahren. Hallo. Ah, ist ja schön. Ja, dieses 300-400 Meter lange Stück hinter der Dusche ist auf jeden Fall ein Gehstück. Ach. Ich habe zwischendurch überlegt aufzuhören. Ich habe zwischendurch überlegt beim Marathon aufzuhören, weil eigentlich ist es mir ziemlich egal, ob ich in irgendeiner Wertung lande oder nicht. Aber jetzt sind wir in der letzten Runde. Irgendwie so Runde für Runde haben wir uns so weitergekämpft jetzt. Oder in erster Linie ich. Die Erkältung muss noch verarbeitet werden, die ist noch nicht weg. Die Woche waren wir noch Blutspenden. Das hilft auch am Wochenende ungemein. War heute ein bisschen Quälerei. Aber jetzt gleich geschafft. Sind es noch so 2 Kilometer und dann basta. Dann ist der Highway Ultra, der Mini Ultra, für uns gefinisht. Und gleich sind wir oben, dann können wir wieder laufen. Endspurt. Bitte lächeln. In jeder Runde, wenn ich das gelesen habe, musste ich auf jeden Fall schmunzeln. Hat funktioniert. Ja. Das Ziel ist nah. Juhu. 100 Meter noch. Alter Schwede. Basta. Ah. Geschafft. Glückwunsch. Boah, war das ein Brett heute. Herzlichen Glückwunsch zum Finish.
Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zum Finish. Ganz Dankeschön. Klasse Leistung Geil. Von euch. Danke. Super, toll, dass ihr dabei gewesen ja. seid. Toll, dass du sowas machst. Ja, ja genau. Schön, freue ich mich. Ja, wir auch. Super. Voll schönen Medaillen. Ja, ich zieh los. Oh. Die Frage des Tages. Die Frage des Tages. Warum heißt das Ding Highway Ultra? Ah, das erkläre ich dir gerne. Weil wir im Highway wohnen, die Hochstraße. Ah, ja, da muss man mal drauf kommen. Ja, genau. Sehr gut. Das ist die Erklärung. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Klasse gemacht. So, hier sitzen sie jetzt alle faul rum. So, jetzt wissen wir auch, warum der Highway Ultra heißt. Auf die... Erklärung wären wir gar nicht alleine gekommen, ehrlich Nein, gesagt. Definitiv nicht. Wir haben immer die Autobahn gesucht. Ja gut, das war der unser wie Herf, ist der? Herforder Highway Ultra Mini. Mini, der Mini Ultra. Mini? Mini Highway, so. Das war der Mini Highway, 48 Kilometer. Durch alle Tiefen und Höhen bin ich zumindest heute gelaufen. Ich wollte irgendwie bei 3 Runden aufhören und bei 5 und bei 7 und dann sind es doch 8 geworden. Dann ist er doch gefinisht. Es fühlt sich auch irgendwie besser an. Ja gut, alles klar. Wir danken Rosalie für diese tolle Veranstaltung und ja. dem ganzen Team, die hier am riesen VP hier auf uns jedes Mal gewartet haben. Und freuen uns aufs nächste Mal. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön und lohnt sich nochmal wiederzukommen. Auf jeden Fall. Alles klar. Selber laufen, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibt gesund und munter. Ja. Tschüss. Tschüss.